Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Master Reboot. Es steht immer noch Astronomie auf dem Stundenplan. Ja, ich schaue mir das Ganze nochmal an. Ist das hier womöglich sowieso die richtige Reihenfolge? Da gibt es doch diesen einen, diese Eselsbrücke. Ich schaue ganz kurz, ob das jetzt hier die Reihenfolge draußen war, die hier auch gerade ist. Nee, das ist aber eine andere. Moment, ich schaue mir das nochmal kurz an. Wie ging dieser Spruch schnell? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. So war das, glaube ich. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Hier ist ein Pluto übrigens noch ein Planet, wie es aussieht. Dann scheint das hier sowieso die richtige Reihenfolge zu sein. Das heißt, wir haben Weiß, Gelb, Erde, Mars, Rot. Ich schreibe mir das ganz kurz hier auf. Weiß, Gelb, das ist glaube ich der gestreifte, den wir da drin haben. Dann die Erde, dann Mars, dann Jupiter, ist rot groß, dann der Saturn, dann kommt Uranus, Neptun und Pluto. So, mal schauen, jetzt bin ich gegen das Mikro gestoßen, mal schauen, ob das jetzt funktionieren wird. Das bedeutet, ganz vorne hatten wir jetzt einen kleinen weißen, das müsste der hier sein. Dann kommt der gelb gestreifte. Der hier. Dann kommt unser Heimatplanet. Das da. Dann hatten wir den Mars. Müsste der hier sein. Dann kommt der Saturn. Ah, der Jupiter. Was habe ich mir da aufgeschrieben? Welcher war jetzt nochmal der Jupiter? Das müsste dann der hier sein. Oder ist das Pluto? Sehen wir dann, ja. So, jetzt kommt Saturn. Das stimmt eh schon. Uranus war der blaue, das müsste auch schon stimmen. Neptun war der grüne. So. Und Pluto ist jetzt entweder der hier oder der hier. Oder haben wir den jetzt schon da vorne? Oder ist das Pluto? Ist auf jeden Fall der kleinste. Das heißt, dann wird das der Pluto sein. Dann werde ich hier kurz den hier. Und jetzt haben wir den doppelt. Den hier einstellen. Leider Gottes noch mal nach draußen. Ich bin gerade leicht verwirrt. Also. So, das war... Nee, warte mal. Das ist gelb und das ist der rot gestreifte. Das heißt, der ist ziemlich gelb. Ich muss das ganz kurz umschreiben hier. Zweitens ist gelb. Und der fünfte nach dem Mars, das ist der gestreifte. Dann haben wir den Saturn, Blau, Grün und Pluto. Okay.
Das heißt, eigentlich müsste Pluto dann. Ist das der hier? Weil der wird draußen nämlich ein bisschen bunter angezeigt. Ich schaue mir nochmal kurz die Alternativen durch. Ist er das? Ich lasse mal den hier als Pluto. So, dann warst du nämlich der Gestreifte. Der hier. Dann bist du zum Gelben. So. Dann scheitert es jetzt nur noch an den letzten, am ersten und am letzten Planeten. Das heißt, ich stelle dich kurz um. So. Wir haben soeben ein Universum erschaffen, beziehungsweise ein Sonnensystem. Ich leide unter einem leichten Götterkomplex. Jetzt leuchten alle drei Kisten draußen, diese Maintenance, also diese Wartungs-Cubes. Und da oben sehe ich eine Ente. Ich komme mit. Was soll ich denn hier tun? Ich hatte jetzt keine Ahnung, was ich tun sollte. Es stand hier das Handsymbol, aber ich weiß ja nicht, welche Taste da gemeint ist. Okay, sagen wir jetzt nicht, dass wir jetzt nochmal alles machen müssen. Ich schaue mich kurz um, ob wir jetzt... Wir sind außer Puste. Ob wir jetzt nochmal alles machen müssen, ich glaube aber nicht. Sonst wäre das Klavier wieder herausgekommen. Nein, das ist auch wieder, wie wir es dagelassen haben. Ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt das Handsymbol bedeutet hat. Ich habe jetzt einfach mal benutzen und Mausklick und so weiter probiert. Aber irgendwie hat nichts geholfen. Okay, ich habe jetzt einfach mal alles gedrückt. Und ja, wir haben sie umgeworfen. Und da ist jetzt das Entchen. Ein Zeugnis von Astrid Patterson vom 23.06.17. Was ist das für ein Jahr? Egal. Englisch geht. Welsh als eigenes Fach, interessant. Mathe sehr gut, sehr brav. Kein F und unten hat sie ihn geschrieben. Astrid ist eine intelligente, hart arbeitende Schülerin. Pupil heißt keine Ahnung was, aber ich gehe mal davon aus. Wenn sie sich bei jedem Fach nicht nur Mathe so anstrengt, dann wird sie überall erfolgreich sein. Unterschrieben von Johnston, die. Ja, ja, die Lehrer wollen immer das Beste aus einem rausholen. Natürlich. Das bedeutet eigentlich, wenn man dann Mathe dafür etwas vernachlässigt, wird sie vielleicht in den anderen ein bisschen besser, aber in Mathe vielleicht schlechter. Und ich fand das jetzt nicht so schlimm, das Zeugnis. Warum ist hier eigentlich Wasser? Wer hat das umgeschmissen? Und vor allem, wann war hier bitte ein Schulwart? Hier sind wir. Was soll das für ein Raum darstellen? Das ist ja wohl echt hässlich hier. Da liegt ein Hai drin. Hai. Und eine Ente. Die Patterson Twins haben, also die Zwillinge haben irgendeinen Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und jede Menge Schwimmreifen
Wobei ich mich frage, warum? Okay, das federt nicht, aber wir springen trotzdem rein. Können wir hier irgendwas tun? Da geht's nach hinten. Gummihändchen. So, hier gab es eine Verwarnung für Kelly Patterson vom 9.11.16. Sind das Jahr, ist das das Jahr, ist das die Zukunft jetzt oder ist das, keine Ahnung, von Mrs. D. Johnston, Mr. D. Johnston. Hat in der Klasse immer für Unruhe gesorgt und war auch gemein zu anderen Studenten und Schülern. Hat auch nicht immer die, hat die Hausaufgaben immer mit Zeichnungen vollgekritzelt. Und in die Klasse 2G sollen die Eltern kommen für ein persönliches Gespräch. Ich habe das auch immer gemacht. In meinen Schulbüchern waren wahrscheinlich mehr Zeichnungen als Buchstaben. Da war gerade was zu öffnen. Hast du das? Ist aber auch leer. Kann man dich öffnen? Man sieht halt immer, welche zu öffnen sind. Die stechen so ein bisschen heraus. Aber wirklich finden tun wir in keinem etwas. Sind alle leer. Sonst noch eins, welches man öffnen kann? Ich glaube, das waren alle. Hier noch. Hier lässt sich keines öffnen und auf der Seite. Hier auch nicht. Nee, sonst lässt sich keines öffnen. Haben wir geschaut, ob wir den Schreibtisch aufkriegen? Nee, geht auch nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen hier wieder raus. Was unterrichten die hier eigentlich? Wie man ein Hai abwehrt oder keine Ahnung? Wie man ein Hai wäscht. Hier wieder die Note, der Pinsel und der Planet. Ach, das waren die drei Prüfungen, um die Kisten anzubekommen, das haben wir geschafft, die Würfel. Und das gefällt mir gar nicht hier. Okay, wir können spülen und da ist eine Gummiente drin. Ein Himmel- und Hölle-Spiel. 1, 3, 6. Ich frage mich, ob das noch eine Bedeutung hat. Ah, man kann es noch ausklappen. Du wirst jung sterben. Du wirst reich sein. Dein bester Freund wird sein. Du wirst für immer leben. Du wirst verrückt werden. Du wirst einen Prinz Charming treffen. Was steht da? Du wirst umgebracht. Für immer allein. Erfolgreich. Betrogen von. Interessant. Kann man die Ente nicht runterspülen? Nein, das geht anscheinend nicht. Was ist das hier bitte für eine Schule? Schon wieder so eine crazy Erinnerung von unserer Protagonistin hier. Nun gut. Sich das öffnen? Nein, es hat nur so hell geleuchtet gerade. Und hier sind die drei Würfel. Die Wartungswürfel. Mal sehen, ob die jetzt hier etwas Sauberkeit und Ordnung in die Schule bringen werden. Nein, die aktivieren nur das Portal. Tut was für euer Geld. Gut, das bedeutet wohl, wir verlassen die Schule. Und wir landen im Rektorzimmer. Keine Ahnung, wo sind wir? Wo zum Teufel sind wir hier?
Das sieht ein bisschen aus wie so ein Hörsaal an der Universität. Universität uns allen gut. Sind wir vielleicht doch in der Zukunft? Das sieht irgendwie doch recht futuristisch aus, das Ganze hier. Ich schaff's gerade nicht die Treppen hoch, so jetzt. Bist du eine Lampe oder bist du mehr? Nun gut, hier scheinen wir eine Art Form zusammenstellen zu sollen. Soll das ein Würfel werden oder was sollen wir hier genau machen? Ich lasse das mal so. Ist doch das Logo. Jetzt haben wir es aber falsch rum. Aber das ist doch das Logo von Mystery Corporation oder wie die hießen, keine Ahnung. Leider jetzt falsch rum. So, so ist richtig rum. Das heißt, theoretisch müsste ich hier jetzt zweimal drücken. Hier jetzt zweimal drücken. So. Und es geht weiter. Das waren wahrscheinlich wir, also David und Madison. Und wir haben die Schulerinnerung hinter uns gebracht. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wer dieses unheimliche Mädchen mit den leuchtenden Augen ist. Ist jetzt aus der Schule auch irgendwas in diese Stadt gekommen? Mal schauen, ob ich was finde. Aber ich sehe jetzt irgendwie hier nichts. Nun gut, in der nächsten Folge geht es dann weiter, dann mit der Parkerinnerung. Macht es gut!